meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin's, eure Claudia von Solad und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute präsentiere ich dir, wie du aus einem einfachen Touchpour ein ganz besonderes machen kannst. Und wie ich das mache, zeige ich dir jetzt. Starten wir rein! Okay, ihr könnt sehen, meine Lieben, ich arbeite heute auf einer riesengroßen Leinwand. Meine hat 70 x 50 cm. Und wie ihr hier erkennen könnt, habe ich schon viele Utensilien vorbereitet. Ich habe euch gesagt, ich verrate euch, wie ihr aus einem einfachen Touchpour ein ganz besonderes macht. Und der Schlüssel dazu ist der Hintergrund, meine Lieben. Den würde ich gerne mit euch heute ganz besonders gestalten. Ich habe vorbereitet für unseren Hintergrund ein Perlweiß von Amsterdam. Ein helles Cappuccino-Braun, ihr könnt es hier sehen. Diese Farbe ist ein Mix aus Omberbraun und Titaniumweiß. Dann habe ich hier noch normales Omberbraun vorbereitet. Und das reicht uns jetzt erst einmal schon für unseren Hintergrund. Ihr könnt sehen, ich bin ausgerüstet mit Malerpinsel. Ich habe mir vorgestellt, ich möchte heute einen verlaufenden Hintergrund machen von hell nach dunkel. Dazu suche ich mir jetzt erst einmal die Mitte meiner Leinwand, ungefähr die Mitte. So streng nehmen wir es nicht. So in etwa. Genau. Was ich jetzt mache ist, ich tippe mit meinem Pinsel in unser flüssiges Titaniumweiß und ziehe mir erst einmal einen groben Kreis rund um meinen Suppenteller. Ja, liebe Leute, ihr habt richtig gehört, es ist ein Suppenteller. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, ich zweckentfremde jedes Mal in meinen Videos meine Küchenutensilien. So. Okay. Wichtig ist mir hier erst einmal nur, dass ich einen groben Anhaltspunkt für meine runde Form bekomme. Wir müssen uns hier schon ein bisschen konzentrieren, die Form zu erhalten, denn Perlweiß auf weißer Leinwand sieht man einfach nicht so gut. Aber wenn ich jetzt meinen Suppenteller entferne, könnt ihr hier ganz gut erkennen, dass ich erstmal so einen groben Anhaltspunkt habe. So weit, so gut, meine Lieben. Nun beginne ich mit meiner perlweißen Farbe diesen Kreis auszumalen. Ich mache das wirklich ganz grob, ihr könnt es hier super erkennen. Hier braucht ihr auch keine speziellen Pinsel oder sonstiges dafür. So. Ich verteile erst einmal die Farbe nur großflächig. Später werde ich mit meinem großen Malerpinsel noch einen schönen Farbverlauf erschaffen. Aber erstmal stelle ich sicher, dass meine Leinwand mit der perlweißen Farbe gut bedeckt ist. So. Gut, die nächste Farbe, die ich auftragen möchte, ist mein selbst zusammengemischtes Cappuccino-Braun. Die werde ich nun einmal rund um den mittleren Kreis geben. Ein bisschen Farbe habe ich mir jetzt noch übrig gelassen in meinem Becher. Das will ich euch auch empfehlen, falls ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch etwas mehr Kontrast oder Farbverlauf schaffen wollt. Den habt ihr hier noch übrig. So, ich schnappe mir wieder einen Malerpinsel. Ihr könnt sehen, ich glaube, der ist eigentlich zum Wendestreichen. Und verteile erst einmal großflächig meine Cappuccino-Farbe in kreisenden Bewegungen. Ich versuche schon, dass ich sehr nahe an meinen weißen Kreis rankomme. So, genau.
Da wir mit flüssiger Acrylfarbe arbeiten, ist es überhaupt kein Problem, die Farbe zu verteilen. Ihr müsst euch auch hier auch gar nicht so große Mühe geben. Ihr seht, ich gehe mit meinem Pinsel einfach immer wieder in kreisförmigen Bewegungen über meine Farbe. Ja. Soweit, so gut. Ich habe mir überlegt, ich möchte einen Farbverlauf von hell nach dunkel schaffen und deswegen werden die äußeren Kanten auch die dunkelste Farbe haben. Ich habe mich für Ombrabraun entschieden. Ihr könnt sehen, das ist so ein richtig schönes Schokoladenbraun. Das gebe ich jetzt einmal großzügig hier auf meine freien Stellen. Nehme den gleichen Pinsel wie gerade eben und beginne die dunkelbraune Farbe nach außen hin zu verteilen. Mein Ziel ist es, nach außen hin immer dunkler zu werden. Wir können auch hier gleich beginnen, unsere Ränder mitzunehmen, diese zu kaschieren. Und weiter geht's in kreisförmigen Bewegungen um meine Leinwand. Ihr könnt sehen, wir haben noch viel flüssige Acrylfarbe auf unserer Leinwand. Jetzt beginne ich hier mit dem großen Malerpinsel, die hellbraune Farbe in die dunkelbraune Farbe zu ziehen. Und ihr könnt sehen, die Farben beginnen sich zu vermischen. Wir werden nach außen hin immer dunkler. Und kreieren so ein richtig cooles Muster. Ich lasse den Pinsel wirklich über meine Leinwand gleiten. Ihr seht es hier, kein Druck auf den Pinsel. Ich nehme die Farbe immer wieder auf und schaffe es so, dass wir einen weichen, schönen Übergang bekommen. Ihr könnt sehen, ich mache immer engere Kreise. Sehr gut, meine Lieben, mit dem braunen Bereich bin ich soweit erst einmal zufrieden. Jetzt gilt es natürlich noch, die Mitte ein bisschen zu verschönern. Ich werde mir jetzt hier noch ein bisschen perlweiße Farbe in die Mitte gießen und noch einmal unseren Kreis ausmalen. Ich möchte später natürlich keine freien Stellen auf unserer Leinwand haben und ich möchte auch von perlweiß ins Cappuccino-Braun einen Farbverlauf schaffen.
meine Lieben. Also, mit dem Hintergrund bin ich soweit zufrieden. Und nun geht es auch schon ans Dutch Pour. Für unser Dutch Pour habe ich mich heute für die Farben Titanium Weiß, 24K Gold und Bronze von Amsterdam entschieden. Das Bronze ist die Nummer 805. Die kann ich wirklich sehr empfehlen, mit der arbeite ich super gerne. Okay, also unsere Becher brauchen wir erst einmal nicht mehr. Bevor ich die Farben auftrage, gehe ich einmal ganz kurz mit dem Brenner auf die Leinwand. Ich habe hier nicht viele Luftbläschen, aber wir möchten gar keine. Okay. Fürs Dutch Pour muss ich mir jetzt überlegen, wo meine Ranke beginnen und enden soll. Ich beginne erst einmal mit einem dünnen Streifen von meinem Titanium Weiß. Ich glaube, so wäre es ganz schön. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist 24K Gold. Also ihr könnt gut erkennen, ich bleibe heute in einer Farbfamilie. Die dritte Farbe, die ich verwende, ist Ombre Braun. Auch hier, ihr könnt sehen, ich mache nur einen dünnen Streifen. Wir können zur Not immer wieder ein bisschen Farbe nachtragen, sollte ich merken, es wird mir zu wenig. Das ist überhaupt kein Problem. Und als letzte Farbe benutze ich mein über alles geliebtes Bronze. So. Ein ganz kleines bisschen Titaniumweiß möchte ich oben noch auftragen. Wir können sehen, ich nehme wirklich ganz wenig. Sehr gut. Nun schnappen wir uns unseren Haartrockner. Ich habe meinen hier. Nun werde ich beginnen, unsere gerade aufgetragenen Farben schön auszublasen. Wünscht mir Glück, ihr Lieben. Okay, meine Lieben, das klappt schon mal sehr gut. Ich möchte noch ein bisschen mehr Farbe nehmen. Also, ich trage mir hier noch ein kleines bisschen Titaniumweiß auf unserer Linie auf. Ombre Braun ist die zweite Farbe, die ich noch einmal nachtragen möchte. Ganz kleines bisschen Gold. Und noch ein kleines bisschen von meinem Bronze. Okay. Und ich blase noch einmal mit meinem Föhn darüber.
Also, ich finde, das sieht schon mal richtig toll aus. Es ist ein bisschen dreidimensional, oder? Als würde die Blume im Vordergrund sein, unsere Sonne, unser Mond oder unser Kreis, das ist reine Interpretationssache, ein bisschen im Hintergrund verschwinden. Ich werde nicht die Claudi für dich jetzt noch saubere Finger beibehalten. Das ist ein Step, meine Lieben, der ist vollkommen optional, das müsst ihr nicht machen. Ich liebe es, mit meinem Finger immer noch ein paar ganz feine kleine Linien in meinem Dutch-Pour zu ziehen. Ich möchte heute aber nur ganz wenig machen. Wir haben auch keine Basisfarbe unter unserer Farbe. Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Kommt mal ein bisschen näher ran und guckt euch unsere schöne Ranke an. Also, ich finde, die Farben Gold, Kupfer, Braun und Weiß gehen einfach immer. Ich finde, es sieht so aus, als wäre die Ranke im Vordergrund und unser Hintergrund tatsächlich im Hintergrund. Die Farben gehen toll zusammen. Ich finde die Form sehr schön. Zugegebenermaßen muss ich sagen, das Dutch Pour heute auszublasen ohne wirkliche Basisfarbe darunter, war gar nicht so einfach. Aber ihr kriegt das im Handumdrehen hin. Es bedarf ein bisschen Übung und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber ich habe da völliges Vertrauen. Und jetzt sagt mir, meine Lieben, wie findet ihr das? Findet ihr das schön, in einer Farbfamilie zu bleiben? Ich muss sagen, ich liebe es. Wie zu Anfangs gesagt, kann man mit einem Hintergrund wirklich so viel machen. Und für mich sieht es aus, als würde mir meine Ranke ins Gesicht springen. Und das finde ich super toll. Also, meine liebe Community, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir doch bitte gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr künftig keine Videos mehr verpassen wollt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Und für heute bedanke ich mich wie immer fürs Einschalten. Es war mir ein Vergnügen, mit euch, für euch zu malen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.